Grüß euch, TV1HFS von Funkfieber hier und jetzt hier im Selfie-Stick-Modus. ich zeige euch heute noch ganz schnell im Detail meine Fahrrad-Masthalterung für den Portabelbetrieb an meinem E-Bike. Zeige euch hier jetzt nur schnell die Details. Das weitere noch im Intro. So schaut das Ganze aus hier an meinem E-Bike. Das ist eine Angelrutenhalterung, eigentlich eine Wandhalterung. Ich habe es jetzt einfach hier an meinem Fahrrad festgemacht, weil das praktisch ist. Ich kann ja drei Angeln reinstecken und dann schnell an den See fahren oder ans Vereinsgewässer hier mal zum Angeln. Und dann haben wir gedacht, Herrschaftszeiten, das kannst du doch auch für diese Stipproten hernehmen, für die Antennen. Und die ragt jetzt hier durch, also die fällt hier durch. Das ist diese 8 Meter. Die 8 Meter Carbon-Stipprute von Sidefishing. Und die steckt hier drin, die fällt normal durch. Und hier habe ich jetzt eine Änderung vorgenommen. Sagt man jetzt hier unten. Na? Genau, hier habe ich zwei Schrauben reingemacht. Durchgebohrt, zwei Schrauben mit Stoppmuttern innen. Also innen sind Stoppmuttern, außen normale Muttern. Zwei Stück über Kreuz, dass diese hier aufsteht und nicht durchfällt, damit ich die mitnehmen kann. Ist vom Abstand her genau richtig, also ich kann mit Rucksack hier ganz normal fahren und das funktioniert. Das ist ohne Probleme möglich. Auf der anderen Seite hier meine Satteltasche, genau, Sandtasche am E-Bike, finde ich ein bisschen wichtig, man ist doch ein bisschen flotter unterwegs. Genau, wollte ich euch hier nur einfach mal kurz zeigen, wie das ausschaut. Vielleicht baut das da auch einer nach. Also ein Link zu dem Routenhalter für mein E-Bike tue ich in die Videobeschreibung, falls jemand auf der Suche nach sowas ist, wie das funktioniert. Durchmesser hier ist, glaube ich, gerade 47 mm, also die 7 Meter Masten von Spider-Beam passen hier nicht rein. Also hier habe ich tatsächlich nur die Carbon-Stipprute von Sidefishing drinnen, die hier aktuell Platz findet, oder die 6 Meter von, wir haben es geheißen, Lambda Halbe. Genau, geht hier hoch. Und ist mir aber vollkommen ausreichend für eben mal schnell eine Parkaktivierung oder dann schnell mal irgendwie hier zum Portabelfunken. Hoppala, Schatten. Genau, dann habt ihr das jetzt auch gesehen, ein kurzes Video wieder, nur diesmal zu dieser Masthalterung ganz kurz, nachdem ihr es ja beim 4:1 kurz gesehen habt. Da war DO1HFS vom Funkfieber. Ich hoffe, ich habe hiermit wieder ein bisschen helfen können für jemanden, der auch gerade auf sowas auf der Suche ist. Und ich hoffe, das Video hat euch soweit ein bisschen gefallen, auch wenn es wieder ein sehr kurzes Video war. Da war DO1HFS vom Funkfieber, macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.